Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ich habe euch letzte Woche versprochen, dass ich euch ein sehr geniales Video präsentieren werde, in dem wir über Expel sprechen. Expel ist ein, ich glaube, amerikanischer YouTuber, COD-Spieler, Content-Creator und ehemals fast Pro-Level-Player tatsächlich, aber ein sehr bekannter Content-Creator erstmal. Und anders als die meisten von uns, die irgendwann schon an dem Punkt sind, wo sie gesagt haben, scheiß auf Infinity Ward, ich habe gar keinen Bock mehr, mich drüber aufzuregen oder Feedback zu geben, hat er all die Probleme, wirklich nur die Kernprobleme, nicht mal die Wünsche nach besserem Content oder sonst was, nur die Kernprobleme, in einem langen Twitter-Post an Call of Duty geschickt und hat von den verschiedensten Entwicklern unter anonymen Namen, unter anderem einem von Direct Infinity Ward aus dem Hauptstudio, Antwort drauf bekommen. Und wir gucken uns mal an, was für unglaubliche Forderungen er gestellt hat und was für, naja, sehr hilfreiche Antworten er bekommen hat. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie wird der Browser Twitter nicht im Dark Mode zeigen, also ihr werdet es überleben, sonst macht Sonnenbrillen auf. Das hier ist Expel, Leute, kann ich euch nur empfehlen, aus Austin, Texas, okay, Amerikaner tatsächlich. Hier ist mit den Bekanntesten hier befreundet, nicht gerade der Kleinste, also das hat schon was, wenn er was schreibt. Und er hat, das ist jetzt ein paar Tage her, es hat ein bisschen gedauert, das Ganze zusammenzufassen für euch, er hat an Call of Duty direkt geschrieben und hat eine Übersicht gemacht mit Sachen, die die Leute sich für ja, Modern Warfare 2, Warzone wünschen, was unter normalen Menschen wie bei uns bei einem AAA-Game, was Milliarden macht, selbstverständlich wäre. Und er fängt an. Fix your awful service. Er sagt, ich übersetze es für euch jeweils, Fortnite hat kaum irgendwelche Probleme in der Art und die haben durchgängig und immer mehr Spieler als Call of Duty. Desync sollte überhaupt kein Thema sein mit Servern von einem AAA-Studio bzw. Publisher wie Activision. Höhere Tickraten würden schon helfen. Passend dazu, das World Series of Warzone Qualifying Event wurde jetzt ein zweites Mal verschoben, weil die Server den Bots, die in den Strongholds gespawnt worden sind, nicht standgehalten haben. Es hat gestartet, wurde abgebrochen nach dem dritten Versuch, wurde verschoben, wurde gestern wieder verschoben, weil es immer noch nicht funktioniert. Ganz schön frech, sowas zu fordern, aber er hat's. Dann Stop Removing Playlist. Er sagt, Solos, Duos, Trios, Quads brauchen wir für jeden einzelnen Modus. Es ist echt nicht schwer zu verstehen. Fortnite kann es, also könnt ihr das auch. Und auch damit hat er 100% recht. Es ist absoluter Schwachsinn, dass andauernd irgendwelche Modi aus Warzone und Modern Warfare 2 rausgenommen werden, die beliebt sind und nicht beliebte Modi reingenommen werden. Es ist absoluter Unsinn, dass andauernd Quads oder Trios oder Duos oder sogar Solos rausgenommen wird, weil es einfach überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Von vorne bis hinten nicht. Man macht die Leute nur sauer und fängt an, unnötig Probleme zu verursachen, wenn man schon mehr als genug hat. Und dann sagt er, Q&A-Test at scale before an update. Q&A ist nichts anderes als auf Problemsuche gehen, bevor ein Update live geht. Etwas, was man von modernen Games nicht mehr wirklich behaupten kann. Und es gab hier letztes Jahr, da habe ich glaube ich ein, zwei Mal darüber berichtet, eine ganze Klagewelle bei Activision. Die haben ja mehrere Dutzend Qualitätstester rausgeworfen und gesagt, wir brauchen die nicht. Das Ergebnis, wenn man niemanden mehr hat, der die Sachen vorm Update testet, seht ihr an dem, was wir seit ein paar Monaten und ein paar Jahren haben. Er sagt, anstatt jedes Mal einfach nur ein Update zu releasen, nehmt doch einfach 300 Creator, lasst sie für einen Tag, eine Woche vorher spielen. Die werden euch mit Sicherheit schnell sagen können, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und damit hat er recht. Und da reden wir auch nicht von einem Casual Gamer, der gar kein Social Media nutzt, sondern einfach nur von Leuten, die Call of Duty vielleicht beruflich machen. Und da geht es auch nicht darum, dass auf die gehört werden soll, was die für Content haben wollen, sondern einfach, dass die sagen, ey, guck mal, du kannst hier nicht raufklettern, hier ist ein Bug. Oder, da gibt es ja mehr als genug Sachen, die man da irgendwie erwähnen könnte. Also auch nicht gerade irgendwas, wo man sagen müsste, oh, wie kommt er darauf? Fix Bugs more often. Ja. Das macht Call of Duty und gerade Infinity Ward sehr, sehr gerne. Mit Season 3 Update kommt ein Bug. Und dieser Bug bleibt behoben bis zum Seasonal Update. Das heißt, die sagen dann jedes Mal, ja, so in 4 Wochen wird es behoben. Anstatt es einfach sofort zu beheben, wenn man schon vorher nicht testet. Und er sagt, das ist eine der lächerlichsten Sachen, die er jeweils von einer Firma gehört hat. Oh, hier ist ein Problem, ja, da kümmern wir uns dann beim nächsten Update drum. Er sagt, wenn da ein Bug ist, dann muss es innerhalb von eines Tages, einer Woche oder sonst was behoben werden. Wenn das nicht geht, stellt mehr Leute ein, die fachlich qualifiziert sind und das können.
Er sagt, die Buy-Stations soll man erhöhen. Das ist jetzt sehr inhaltstechnisch für Warzone, aber es ist einfach so. 50% der Fälle kann man ab dem vierten Kreis in Warzone kein Teammate mehr kaufen, weil es keine Buy-Stations mehr gibt. Das heißt, das Game ist mit Absicht in diesem Punkt wieder langsamer gemacht, als es sein muss, weil das die Version von Infinity Ward ist. Die sind ja völlig geisteskrank, was das angeht. Und dann das hier, das Problem, warum World Series of Warzone tatsächlich auch zweimal abgebrochen wurde, die Bots. Er sagt, generell, Bots sind einfach nur nervig. Aber dadurch, dass sie jedes Mal 20, 30 Millisekunden von Lag hinzufügen, sobald sie ins Game spawnen, welchen Sinn hat es dann? Und wir reden hier von Warzone, nicht DMZ. Er sagt, wir wollen sie nicht, warum behaltet ihr sie? Jetzt ist es so, dass die Bots in Warzone Ranked One-Hit sind, ohne Aim und zielen zu können. Das heißt, im Prinzip sind sie nutzlos, sie sind aber immer noch auf der Karte, anstatt man sie einfach rausnimmt. Das ist auch etwas, was für mich einfach, also ohne Worte, ich verstehe es überhaupt nicht. Er sagt, hört auf, Strongholds und Blacksites auszutauschen. Er sagt, wir brauchen nicht andauernd in jeder Season irgendeine neue Aktivität, die da irgendwie ist, sondern wir wollen einfach Konsistenz bei dem Ganzen haben. Er sagt, noch mehr Bots und ein Capture the Flag Event macht null Sinn, es macht das Ganze einfach nur langsamer. Und das ist ja aber leider das, was Infinity Ward will. Das Game soll so langsam wie möglich sein, dass der größte Casual zurechtkommt. Er sagt, optimiert endlich das Audio für die Footsteps. Und gerade in einem Battle Royale ist es halt super wichtig, dass es gut ist. Er sagt, es ist wahrscheinlich eher kontrovers im Multiplayer, aber Warzone-Player vor allen Dingen können Fußschritte nicht hören. Nicht in der Nähe, nicht weit weg, kein gar nichts. Er sagt, I couldn't hear them, shouldn't be sad when they were 2 feet away, sprinting. Also es gibt halt, das seht ihr ganz, ganz oft bei auch bei den deutschen Warzone-Streamern, der Gegner ist wirklich 1 Meter von einem entfernt, sprintet auf einen zu und es ist nicht zu hören. Es ist einfach nicht zu hören. Es gibt keinen Dead Silence als Perk in dem Sinne, da muss man eben dafür sorgen, dass die Fußschritte anders auch wahrzunehmen sind. Man sollte durchaus das irgendwann mal hinkriegen beim Most Advanced COD aller Zeiten vor allen Dingen. Er sagt, hört auf die Community. Er sagt, es gibt so viel, was man fixen muss. Und da gibt es Dinge, die mit Sicherheit super, super wichtig sind. Vor allem, wenn man bedenkt, dass wir 6 Monate nach Release sind. Aber er sagt, mach doch wöchentliche Umfragen für die Spieler mit Bugs oder Problemen, wo die Spieler sagen, das würden wir uns wünschen, würdet ihr als erstes anpacken. Er sagt, nichts anderes als, nehmt doch die Hilfe der Tausenden und Millionen von Spielern, die ihre Meinung immer noch sagen und nutzt es zu eurem Vorteil. Und er sagt, Verständnis. Das ist einer der besten Punkte eigentlich. Er sagt, wir wollen helfen. Aber ohne, dass ihr uns zeigt, dass es euch überhaupt interessiert, werden wir langsam zu anderen Titeln gehen. So wie super viele von euch. Ich habe in den letzten 8 Wochen 5 Stunden Call of Duty gespielt. Das hätte ich niemals für möglich gehalten. Ihr geht zu Tarkov, zu Apex, zu Fortnite, zu Battlefield. Keine Ahnung, zu irgendwelchen anderen Games. Die Leute hauen ab. Man sieht es an den Spielerzahlen einfach. So, er sagt, ihr verliert euren Punkt auf dem Markt und er sagt, wenn das so weitergeht, wird es an dem Punkt sein, wo die Leute darüber sprechen, dass man sagt, kennst du noch Call of Duty? Ja, das war doch das, was wir früher mal gespielt haben und das wird dann nicht nur Tausende betreffen, sondern fast alle. Das ist das Krasse, was er hier erwähnt und er hat Antworten bekommen. Wie ihr hier seht, Leute, 2,5 Millionen Mal aufgerufen. Das heißt, das Ding ist viral gegangen. Das wurde auf ganz Twitter in der ganzen Welt verbreitet. Er hat dann nach 3 Tagen mit verschiedenen Entwicklern auch von Activision Infinity Ward gesprochen und hat dann folgende Nachricht für alle gehabt. Er sagt, aufgrund der Viralität meines Tweets habe ich eine Menge von Developern gelernt, von den Entwicklern. Hier ist das Feedback, ich möchte es euch erklären. Er sagt, Call of Duty wird nicht besser. Wenn eure Erwartungen für Änderungen hoch waren, hört auf zu hoffen. Es hat wirklich gar keinen Sinn. Selbst wenn wir denen eine Liste von Problemen 1 Jahr vorher gegeben hätten, würden die sich nicht in der nächsten Zeit ändern. Er sagt, Entwickler und Spieler sind komplett disconnected. Nicht mehr auf einer Wellenlänge, wie das früher vielleicht mal war. Er sagt, anders als die Beziehung, die du zu einem Streamer ausbaust, ist es nicht so, dass du es mit einem Publisher-Entwickler machen kannst. Er sagt, they have seemingly no interest in explanation for problems at hand. Er sagt, sie haben offensichtlich, was man an den Tweets, die in diesem Tweet von ihm, könnt ihr euch gerne durchlesen, zu sehen ist von denen und auch von anonymen Entwicklern, sie haben kein Interesse daran, sich an die Probleme ranzumachen, die wir denen äußern und sie haben kein Interesse daran, dass es besser wird. Er sagt, einer von über 100 Verantwortlichen hat ihm Dinge mit einer Erklärung dargelegt
Und er sagt zusätzlich, das muss er auch lernen, ist es wohl auch nicht deren Job, Probleme zu erklären, sondern sie zu lösen. Das Problem ist, die Probleme lösen kriegen sie ja auch nicht hin. Er sagt, unser Feedback ist nicht gut genug. Er sagt, Entwickler und Publisher brauchen einen Weg, damit sie verstehen, wovon wir reden. Er sagt, ohne klare Instruktion, was, wann, wie passiert, möglichst mit Videobeweis, ist es unmöglich, dass die Bugs von den Leuten, die dort arbeiten, behoben werden. Was für mich faszinierend ist, denn wenn ich den Leuten sage, die Waffe, wenn ich sie halte, guckt die ganze Zeit in den Himmel, kann es nicht so schwer sein, auf Ursachenforschung zu gehen. Und es kann nicht sein, dass, weil man keine Spieletester hat, man den Spielern sagt, ihr müsst es testen und für uns rausfinden, was wir tun sollen. Ohne, dass man weiß, dass denn auch wirklich was getan wird. Ich wäre ja bereit. Ich wäre bereit, 24 Stunden durchgängig in Modern Warfare 2 alle Probleme aufzunehmen und zu erklären. Nur es führt nirgends wohin, weil es keinen interessiert. Er sagt, Gamebugs haben ein Tiersystem. Und das ist interessant. Er sagt, manche Bugs sind wichtiger als andere, aber die Auswahl, welche Bugs es sind und welche nicht, liegt ganz allein bei den Entwicklern. Das heißt, es gibt da eine verschiedene Liste von Gründen für, aber es bedeutet im Prinzip, dass einige Bugs, die einfach nicht behoben werden, bei denen einfach nicht Priorität Nummer 1 sind. Es interessiert die einfach nicht so sehr wie andere. Das würde ich auch noch verstehen können, so sollte man sinnvoll arbeiten, wenn denn zumindest von den schweren Problemen welche behoben werden, was aber auch nicht passiert. Er sagt, Call of Duty ist einfach nur ein Geschäft. Er sagt, das scheint vielleicht irgendwie offensichtlich zu sein, aber auf den verschiedensten Wegen, wie sie mit dem Game Monetarisierungsoptionen drin haben, Bundles, Battle Pass, Werbung, bla bla bla, ist es einfach so, dass man sich damit abfinden muss. Er sagt, wir könnten auch ein anderes Spiel spielen, das macht COD nicht besser, aber es ist immerhin eine Option, denn jetzt kommt es hier, Armchair Developers. Das ist das, was von Infinity Ward selber kommt. Er sagt, coined by those in the industry, this term is used by industry folk to describe the casual player with an opinion on how games should work. Das heißt, wir normalen Casual Gamer sind Armchair Developers. Wir sitzen also im Prinzip einfach nur in unserem Bürostuhl und meckern darüber, warum das Game scheiße ist, ohne Ahnung zu haben, wovon wir eigentlich reden. Das heißt, er sagt, ihr könnt natürlich euer Feedback äußern, es wird die Entwickler aber nicht interessieren, egal ob ihr Streamer, Creator, Spieler oder sonst was seid. Er sagt, die Firmen und Unternehmen laufen mit einer Timeline, das wissen wir. Jedes COD hat eine feste Timeline, die halt jedes Jahr über Bord geworfen wird, damit irgendwas überhaupt entsteht. Er sagt, selbst wenn ganz viele Unternehmen bei Activision, also Infinity Ward, Treyarch, Sledgehammer Games, Beenox, Raven Software und, alle irgendwie auch daran interessiert wären, Probleme und Sachen in aktuellen Games zu beheben, würde die Timeline, die Activision denen setzt, damit einfach kollidieren, was bedeutet, Probleme in einem bestehenden Game bleiben hinten und das neue Game, was wieder neues Geld bringt, wird weiterentwickelt. Er sagt, es wird einfach so sein, es wird sich auch nicht ändern, es wird sich auch ein Game nicht einfach verschieben lassen, denn es gibt verschiedenste Verträge, hier Mountain Dew und die Chipstüten, die Double XP-Codes haben und die Werbung, die im Fernsehen läuft und. Er sagt, mehr Entwickler ist keine Option. Er sagt, es wäre natürlich toll, viel mehr Probleme lösen zu können, indem man mehr Leute darauf ansetzt, aber er sagt, es gibt viel zu viele davon. Die Leute, die daran arbeiten, sind die, die sagen, dass noch mehr Entwickler das Problem nicht schneller beheben wird. Kann man jetzt halten, was man will. Ich habe eher das Gefühl, dass man auch nicht mehr Entwickler braucht, sondern vielleicht einfach Entwickler, die ein bisschen Fähigkeiten haben. Ich habe das Gefühl, dass die, die dabei bei Infinity Ward zum Beispiel arbeiten und Sledgehammer auch zum Großteil, dass die mit Call of Duty und der Franchise gar nichts zu tun haben und gar nicht wissen, was sie da eigentlich tun. Und dann der Vorletzte, er sagt, we don't matter. I don't mean the average player, I mean you and me. Er sagt, wenn wir auf Social Media sind, interessieren wir unsere Meinung, die Entwickler, überhaupt nicht. Er sagt, glaubt es oder nicht, die große Mehrheit von Spielern, die in Call of Duty Geld ausgibt, und das habe ich schon immer gesagt, sind die, die kein Twitter benutzen, kein Instagram, kein Snapchat, kein YouTube, COD-Videos gucken, kein Twitch gucken. Die kommen von der Arbeit, setzen sich an ihren 80-Zoll Plasma-Fernsehen, spielen aus 20 Metern eine Stunde Geballer und gehen ins Bett. Das ist der Casual-Gamer, der das Geld bringt. Deren Meinung ist wichtig, deren Meinung hört aber keiner, deren Portemonnaie ist wichtig. Wir sind es einfach nicht.
Er sagt, unsere Bitten wurden erhört. Vorletzte Woche gab es in diesem Trello-Board, wo immer Probleme aufgelistet werden, das ist übrigens so alt, da schaut keiner mehr rein und keiner schreibt mehr was Neues rein. Es wird auch nichts gelöst von dem, es wird einfach nur mehr. Hat sich Call of Duty öffentlich dazu geäußert, dass die Serverprobleme angegangen werden sollen. Er sagt, ich denke, wir müssen warten und sehen, was daraus wird. Wir wissen jetzt ja eineinhalb Wochen später, was draus geworden ist. Eine Woche später, nachdem Call of Duty das erwähnt hat, gab es den ersten Abbruch von World Series of Warzone, weil die Server zusammengekracht sind wegen den Bots. Also ja, es ist schön, dass man uns hört beim Thema Server. Es wurde einfach nur schlimmer danach. Und das Ganze ist komplett viral gegangen und zeigt eigentlich, und hier habt ihr ganz viele Entwickler, die da noch mit drin schreiben und ganz viele normale Zuschauer und. Das alles zeigt eigentlich, dass selbst wenn wir alles mit bestem Wissen und Gewissen machen, die Leute bei Infinity Ward, Activision einen Scheiß drauf geben, was wir denken, wollen oder uns wünschen. Ich fand's krass, ich wollte es euch unbedingt zeigen und das sollte der letzte Teil der Serie sein. Warum ist Call of Duty dieses Jahr so hart gescheitert? Und ich glaube, dass mit diesem hier diese Serie ein würdiges Ende findet. Wir haben es so neutral und objektiv versucht darzulegen, was alles schief geht. Und ich lasse mir was Neues einfallen. Ich habe schon ein, zwei Ideen. Da wird bestimmt was Cooles, Witziges kommen. Bis zum nächsten Call of Duty Trailer von Modern Warfare 2.5 V2 Reloaded Remastered. Ich weiß gar nicht, wie sie den Scheiß diesmal vermarkten wollen. Sie werden es schaffen. Leute, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich bin raus.